Was können Sie tun, um ein potenzieller Regierungspartner zu werden? Oder reicht ein Wahlergebnis, wo ohne Sie nichts geht? Das ist genau der Punkt. Wir müssen so stark werden, dass die anderen uns nicht mehr ausgrenzen können, dass Schwarz-Rot gemeinsam nach Möglichkeit keine Mehrheit haben. Wobei auch da sehen wir in den Ländern, dass es ja Schwarz-Rot-Grüne Koalitionen gibt. Also das muss man auch im Hinterkopf haben. Und ja, das zeigt einfach die Erfahrung, dass die nicht bereit sind, ans Eingemachte zu gehen. Die versprechen kurz vor der Wahl alles, das ist die Erfahrung. Und nach der Wahl hängen sie sich wieder ein, wenn sie können, ja, und setzen dann das fort. Und ich glaube, würde das nach dieser Wahl der Fall sein. Ich glaube, dann würde keine Regierung länger als 2 Jahre halten. Und ich sage immer, man kann uns vielleicht verzögern, aber nicht aufhalten auf Dauer. Kriege ich eine Prozentzahl von Ihnen, ein Wahlziel? Oder Sie sagen, mit der und der Prozentstärke kommt eine Regierung an uns nicht vorbei? Ja, das Wahlziel ist, so stark wie möglich an Vertrauen zuzulegen und so stark wie möglich dazu zu gewinnen, dass wir eine Stärke erreichen. Das müssen natürlich entsprechende zusätzliche Prozentpunkte sein, dass so eine Kraft da ist, dass Schwarz-Rot verhindert werden kann. Aber eine Prozentzahl. Naja, 20,5% haben wir 2013 gehabt. Wenn wir in Richtung 25% gehen, ist das schon ein Erfolg. Und wenn wir die 25% überschreiten in Richtung 30, ist das ja ein Erdbeben. Okay.